Heyo und ein herzliches Willkommen, hier ist euer Retro-Neo mit einem zweiten Part von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir das Spiel begonnen, wir sind von Marin aufgefunden worden am Strand und haben unser Schwert und das Schild wieder gefunden, sind von einer Eule in den Zauberwald geschickt worden, um den Schlüssel für den Wurmpalast zu finden, und jetzt stehen wir hier mit einem Gespräch mit der Eule. Huhu, nimm diesen Schlüssel. Geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach meinem Musikinstrument. Der Windfisch wartet bereits. So, ja, dann machen wir uns direkt auf den Weg zum Wurmpalast. Machen keine Umwege. Denn dazu haben wir keine Zeit. Ich versuche eventuell den ersten Dungeon schon in diesem Part hier durchzuboxen. Meine Überlegung war eigentlich als Entschädigung für euch, dieses Spiel mit nur drei Herzen durchzuspielen. Aber einfach nicht machbar, weil man, wenn man den Herzcontainer nach Besiegen eines Endbosses nicht einsammelt, kommt man nicht weiter. So, hier ist der Wurmpalast und Level 1, Wurmpalast. Ich weiß gar nicht, wie ging das hier? Okay. Wir gehen zuerst nach links. Oh, das sind so Gegner, die muss man ins Loch schupfen, um hier gleich mal einen Schlüssel zu erhalten. Oh, ich bin nicht... Meine Fresse, ey. Entschuldigung, Leute, ich sterbe hier gleich im zweiten Part. Was geht ab? Okay, aber man muss sagen, es ist einfach... Ach, krass. Es ist am PC einfach so schwierig zum Spielen. Also jetzt, ja. Es tut mir leid, Leute. So muss das eigentlich laufen. Achso, den Schlüssel habe ich ja schon noch. Was warte ich denn? Und so muss das in diesem Raum hier laufen. Der Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endboss-Truhe und befinden. Und 999, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Yeesa. So, als Entschuldigung werde ich den Dungeon jetzt sowas von rocken. So, wir haben jetzt schon den Kompass. Wir sehen jetzt schon hier die Schätze eingezeichnet und... So, ein gleiches Rätsel, alle Gegner besiegen und wir bekommen einen weiteren Schlüssel. So, ich gehe zuerst nach links. So wird es auch immer sein, ich werde immer zuerst nach links gehen, wenn es... Ihr seht hier links so eine zerrissene Wand, da können wir leider noch nicht rein, weil es dazu noch ein wichtiges Item fehlt. So, diese Gegner hier, wenn man sich ihnen nähert, zack. Aber wir können dem hier eine Falle machen. So, und können hier einfach beruhigt weitergehen. So, das sind Feen, den können wir geschickt ausweichen hier. Hier ein klassisches Zelda-Rätsel, wieder einfach den Block verschieben, um die Türe zu öffnen. Ach, diese Gegner sind Stachis. Man muss sie zuerst mit dem Schild berühren und dann kann man sie mit dem Schwert zerfetzen. Ah. Gumbas kennt man auch aus Mario. Sollte man aus Mario kennen. Ich zeige euch jetzt mal ein... Ach, scheiße, ich wollte euch einen Trick zeigen. Wenn man direkt auf Gumbas drauf hüpft, geben sie nämlich ein Herz. Vielleicht schaffe ich das jetzt auf dem Rückweg. So, und hier gibt es den Dungeon-spezifischen Gegenstand. Die Greifenfeder erlaubt es dir, große Sprünge zu machen. Wir rüsten sie direkt mal aus und tada!
Zack! Haben gleich diese, das fliegende Herz hier eingesammelt und sind damit geheilt. Dann brauche ich auch das mit dem Gumbas nicht mehr zeigen, weil wir haben ja Herzen jetzt voll. So. Wir können jetzt auch hier direkt drüber springen. Können uns hier einiges einfacher machen. Holen uns hier den Schlüssel und müssen schnell wegspringen. So, wir gehen zuerst hier oben lang, denn hier gibt es ein weiteres Geheimnis. Zack, mit unserem Schlüssel, den wir gerade bekommen haben, können wir das hier öffnen und endlich, mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Ja, damit können wir die große Tür zum großen Gegner öffnen. Rubine anfangs immer mitnehmen, wir brauchen ja 200, wie ihr wisst, für die Schaufel. Ich hätte gern noch die Karte. Ach, das sind auch lustige Gegner. Man muss sie alle drei gleichzeitig treffen, damit sie das gleiche Symbol anzeigen. Und das kann sich um Stunden handeln. Yes! Jawohl. So, und wir bekommen hier, nun hast du das fehlende Teil der Steintafel, was wohl auf der Tafel zu lesen ist. Dann können wir doch gleich mal schauen. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. Ach so, nur, okay. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren, stand da quasi drauf. Ja, das war das, was ich euch gerade erklärt habe. Oh, hier ein kleiner Mini-Boss, einfach über diese Stachelwalze, Nietenwalze drüber. Er versucht dann wieder zurückzukommen und muss ihn einfach immer wegdrängen und wegschlagen. Wenn man einen Zwischenboss besiegt, bekommt man eine Fee und einen Warporter, der einen immer zum Eingang eines Dungeons teleportet. So, aber das möchten wir ja eigentlich nicht. So. Hier geht es zum Endboss, der Superlative, zum Bzzz. Out. Scheiße! Entschuldigung, Scheibenkleister. Wenn wir hier runterfallen, müssen wir den Kampf von neu beginnen. Und ich weiß nicht, wie oft mir das jetzt passieren wird. Es gibt hier einen kleinen Trick, wenn man den Schild vorhält. Dann kann man nicht so weit weggestoßen werden. Haltet man das Schild nicht vor, stoßt einen der Gegner doppelt so weit weg. Jawohl, wir haben 4 Herzen, Freunde, und holen uns das erste Musikinstrument der Sirenen. Du hast die Muschelgeige erhalten. Sag mir, wo die Blumen blühen. Yay! Das war der erste Dungeon, Freunde. Ihr meint, er war leicht. Ja, das war er wirklich. Aber im Gegensatz zu den Dungeons, die später im Spiel kommen, ist dieser gar nicht zu vergleichen damit. Oho, das ist der Musikinstrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest, dieses Instrument, und 7 andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Ach ja, uhu. Ja, der langweilt uns oft in diesem Spiel, die schwule Eule hier.
Oh! Hey, du da! Es wird was ganz Schlimmes geschehen! Ja, ganz schlimm! Die Moblins sind aufgekommen, ja! Ganz viele! Eine ganze Gruppe von Moblins! Von Miblons! Moblins! Na, dann, sie sind zu dem Haus, ja, das Haus von Stirby, der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Oha, die zwei sind ja ziemlich aufgebracht. Nein, Struppi, der Hund von Miau Miau fehlt. Oh, es ist entsetzlich, sie haben meine Struppi entführt. Sie, die Möblins, warum hilft denn keiner meine kleine Struppi? Freunde, wir werden dem kleinen Struppi helfen. Wir machen uns gleich direkt auf den Weg, Struppi zu holen. Wir wissen ja, Moblins sind hier im Wald unterwegs. Also gehen wir einfach in den Wald zurück. So. Wir können uns jetzt gleich mal das Herzteil holen, das wir hier gesehen haben. Wow, unser erstes Herzteil. So, das sieht es. Wir können jetzt hier über das Loch drüber springen und tada! Ein Herzteil, es gehört dir. Wow. Und jetzt machen wir uns auf den Weg und befreien Struppi von diese gemeinen Möblins. Und dazu... Oh, was haben wir denn hier? Schleimsumpf Zauberwald. Dr. Mr. Fun Ride. Ich glaube, es gab ein Spiel, wo es auch diese Person gab, aber ich selber habe es nie gespielt und ich weiß es nicht. Ich kenne es einfach nur aus Erzählungen. Aber was hat er denn zu sagen? Hallo, mein Name ist Dr. Wright. Tja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine, aber bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Na, diese Arme. So. Ah, Raubschleime sind ja ganz gemein, wenn man reingesogen wird von denen, klauen sie einem die Schilde. Gefahr, betreten, verboten. Außer Struppi. Anscheinend kennen hier schon alle unseren Struppi. So, ich werde mich jetzt da oben noch ein wenig umschauen. Und dann werde ich den Part auch beenden. Aber ich weiß gar nicht, hier können wir glaube ich noch nichts machen. Ich glaube nicht so richtig. Ah doch, hier eine Truhe. Und hier haben wir... Du hast 20 Rubine gefunden. Na toll. Ja, 20 Rubine sind besser wie gar nichts. Aber es könnten noch mehr sein. So, ich gehe jetzt der Moblin-Versteckhöhle. Ah. Ja, und dann werde ich den Part beenden. Und dann können wir im nächsten Part gleich in der Höhle durchstarten. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe! Ja, das ist so ein kleiner Mini-Dungeon der Moblins. Ich mache die ersten zwei Räume hier noch. So, und hier kommt ein kleiner Bossgegner. Aber den zeige ich euch dann erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und viel Spaß beim nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Das war euer Retrone. Bye bye.